Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, noch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses radioaktive Killerprojekt der nuklearen Zerstörungskraft. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ich wieder draußen bin, außerhalb der Garahan Mining GmbH. Das hat eine ganz einfache Erklärung, und zwar in der Aufnahmepause kam es zu einem Zwischenfall. Ein ausgehungerter Wendigo Level 38 befindet sich in den Gefilden von der Garahan Mining GmbH und der hat mich getötet, weil ich keine Stimpaks mehr hatte. Aber ich habe einen Plan, keinen großartigen, aber ich habe einen Plan. Und zwar werden wir uns drinnen ganz klammheimlich, werden wir uns Wasser abzapfen an den Trinkbrunnen und werden dann am nahegelegenen Labortisch aus unserem Stash werden wir verdünnte Stimpaks herstellen. Das müssen wir sehr, sehr vorsichtig machen, weil der ist immer noch da drinne. Wow! Ja. Ich musste jetzt komischerweise, wahrscheinlich wegen den ganzen Reconnects in den letzten paar Folgen, musste ich die Geschützturmsteuerung wieder zurücksetzen, damit die guten kleinen Robotergeschütze alles und jeden angreifen, der da drinnen auf uns wartet. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht erledigen ja auch schon die Geschütztürme unser Wendigo-Problem. Ansonsten müssen wir jetzt leisen Fußes hier rein. Es wird spannend. Auf jeden Fall, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt runter und dann links. Toi, 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 dass wir diesen üblen Gesellen nicht über den Weg laufen. Oh, es wird schon geschossen. Das ist Musik in meinen Ohren. Vielleicht halten wir uns einfach mal ganz kurz zurück. Ja, ich bin einmal gestorben. Seht ihr oben rechts? Sonstiges, hol deine Beute zurück. Und dann geht's direkt, aber direkt sowas von zum Projektleiter-Terminal. Wasser, Wasser, Wasser. Da drüben. Ja. Remi Demi. Vielleicht benutzen wir auch den Stealth-Boy, den ich letztens eingesammelt habe. Aber erstmal Wasser. Erstmal Wasser. Sammeln. Geht nicht wirklich schneller, wenn man mit zwei Wasserbrunnen arbeitet. Am allerschnellsten kann man Wasser zapfen an einem Fluss. Schmutziges Wasser, ja, ja. Aber ich mach's trotzdem lieber links und rechts. Nicht, dass der eine Wasserbrunnen irgendwie böse oder traurig wird. Vielleicht wird er ja eifersüchtig. Sollte reichen, oder? Sollte reichen für ein paar Stimpaks. Wobei, ich nehme noch zwei mit. Wir müssen auch ein bisschen Wasser abkochen. Wir haben auch nichts mehr zu trinken. Ich habe schon gesoffen. Ich habe heimlich einen Rum getrunken. Und ich nehme den Stealth Boy. Nur für den Fall der Fälle. Wo ist er? Da ist er. Yeah. Schon sind wir mega unsichtbar. Nicht nur einfach ein bisschen Chamäleon unsichtbar, sondern nein, wir sind mega unsichtbar. Wendigo, bist du hier? Labortisch. Hier war ein Labortisch, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du alter Sesam. Oh, ein Stimpak. Das würde ich aber lieber verdünnen. Das Holoband nicht vergessen, ne? Wobei. Harold Frost F und E. Ich nehme es mit, ich höre es nicht an. Gleich, wir hören es gleich an. Keine Panik, aber ich möchte erstmal die Situation klären. Ihr merkt schon, ich traue mich hier kaum zu schießen. Hier ist irgendwo der Wendigo. Da ist er. Da ist er. Herstellen bitte. Heilung? Was brauchst du für das Stimpak? Das Wasser, ne? Aufbereitetes Wasser, zwei Stück. Okay, dann erstmal Wasser, 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 Wasser. Und Stimpak. Hä?
Ach, nicht abgekochtes Wasser. Na, wunderbar. Okay, dann hat sich unser Plan also erstmal Luft aufgelöst. Wir haben ein Stimpack, aber das werde ich erst benutzen. Oh mein Gott! Ah, geh weg, du alles Mistviech! Stimpack, ich hab doch ein Stimpack. Nimm es! Wow, 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 wow. Ah, alte Ratte, du! Schrei nicht so rum! Ich hab doch einen Granatwerfer. Verdammt. Und dieses olle Gewehr. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Damn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn erledigt. Yeah. Okay, cool. Oh mein Gott. Das nimmt jetzt den ganzen Druck von mir. Und wir können uns jetzt fein säuberlich wieder unserer Operation Baggerrüstung widmen. Fiberglas ist, glaube ich, wichtig, oder? Ach komm, zur Feier des Tages wird hier ordentlich gelootet. Schere! Bendigo-Zähne, sind die wertvoll? Ist nur Säure. Ist nur Säure. Dieses olle Ding, die Raiderrüstung will ich nicht. Das will ich alles gar nicht haben. Ich bin einfach nur froh, dass ich dieses elende Monster erledigt habe. T45, rechtes Bein. Keine Ahnung. Ich will halt nicht so viel schleppen jetzt. Wir gehen jetzt mal grob drüber, über das Labor. Oh mein Gott. Wie viele Stimpacks haben wir noch? Jetzt noch eins, ne? Okay, noch ein Stimpack. Was bist du? Du bist ein T45. Cool. Aber ich kann hier nicht rein, ne? Leider kann ich nicht mit diesem T45 Power-Rüstungsdingens durch die Gegend stapfen. Leider sind wir noch zu schwach. Zu niedrig im Level. Aber wir haben noch ein Stimpack gefunden. Gott sei Dank, Mensch. Ist ja super. Was haben wir hier? Bauplan. Laborwerkbank. Wir haben einiges haben wir aufgesammelt an Bauplänen. Gibt es bei Notizen? Natürlich, bei Notizen. Yay. Lern einfach alles. Stopp, nein, das nicht. Das brauchst du nicht lernen. Und ein Rezept haben wir keins gehabt. Wunderbar. Die Bergarbeiteruniform, die haben wir, glaube ich, schon. Glaube ich jedenfalls. Unsere Waffen hatten wir auch repariert gehabt, aber ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Wir zerlegen den Kram. Jawohl, ja. Haben wir Waffen zum Zerlegen? Ein Glück hatten wir unser Schwarzpulvergewehr dabei. Ein Glück. Das Ding habe ich gerade eben gefunden gehabt in der Aufnahmepause. Eine Kultistenklinge. Schade, dass ich nicht auf Nahkampf gelevelt habe, aber das ist auf jeden Fall was für die Sammlung. Ich sammle ja nicht oft Waffen, aber das Ding sieht echt cool aus. Mal gucken. Wenn wir irgendwann mal ein paar Punkte übrig haben, dann vielleicht nochmal auf Stärke und Nahkampf. Ne? Vielleicht ein andermal. So, aber jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir reparieren unsere Waffen. Das neue komplizierte Prozedere. Wahrscheinlich, weil jetzt diese neue Funktion hier hinzugefügt wurde. Und zwar, dass man die Waffen umbenennen kann. Das machen wir irgendwann mal. Kultistenklinge ist mir egal. Kann kaputt bleiben. Der Revolver auch. Ansonsten ist alles fit. Coole Sache. Wie viele Tragekapazitäten haben wir noch? 50 Stück. 50 Stück. Da geht noch was. Ich gehe einfach mal jetzt an das Terminal ran. Wir können sowieso nichts mehr machen, ne? An dieses Terminal nämlich, an das Projektleiter-Terminal. Blaupausen für Bagger-Modul. Blaupausen für das Modul der Bagger-Power-Rüstung wurden auf externes Datenspeichergerät heruntergeladen. Wunderbar. Persönliche Aufzeichnungen. FE-Leiter der Garahan Mining Company. Es ist erst ein paar Wochen her, dass Vivian mich aus dem Forschungskorb der US Army geholt hat und ich mich gut in Garahan eingelebt habe. Eines ist sicher, die Arbeit in der Privatwirtschaft hat ihre Vorteile. Niemand schaut mir ständig über die Schulter. Keine täglichen Berichte in dreifacher Ausfertigung, keine Abrechnung über jede einzelne Ausgabe. Solange ich Ergebnisse erziele, bin ich frei, das zu tun, was ich am besten kann. Die Komponententests für das EX-17 Baggerprojekt laufen schneller als geplant und das Team wird hoffentlich in wenigen Monaten einen Prototyp in Betrieb nehmen können.
Okay, nächster Eintrag. Wir haben Probleme mit der Robustheit des Baggerchassis. Die extreme Belastung der Armeinheiten beim Bohren in den Felsboden führt zu Mikrorissen und Getriebeschäden. Bryce hat vorgeschlagen, als Alternative schwarzes Titan zu verwenden, das hier in der Region vorkommt und die erforderliche Bruchfestigkeit bieten könnte, um zu verhindern, dass die Armteile auseinandergerissen werden. Ich wünschte, wir hätten Zugang zum Erz gehabt, als wir die T-45 entwarfen, aber ich glaube nicht, dass die Armee die Rechnung für den Veredelungsprozess bezahlen wollte. Sobald Vivian uns ihr Okay gibt, machen wir neue Formen und gießen die Teile. Fein. Wir sind seit 2 Monaten im Loch und haben nichts vorzuweisen. Vivian sitzt mir im Nacken und wir stoßen ständig auf irgendwelche Hindernisse. Nachdem wir alle Teile in schwarzem Titan gegossen hatten, wurde uns klar, dass das zusätzliche Gewicht des Anzugs einen stärkeren Reaktor erfordern würde. Wir sind mit dem umfunktionierten T-45-Reaktor bereits weit über die Grenzen gegangen und haben nach wie vor mit Überhitzung und Stabilitätsproblemen zu kämpfen. Wir werden etwas anderes brauchen, um dem Reaktor mehr Power zu geben. Ich habe vielleicht eine Lösung gefunden, aber ich zögere noch, meine Ergebnisse festzuhalten, bis ich sicher bin, dass die Garahans dem Plan zustimmen werden. Nach ein paar geschrotteten Reaktoren und einer beinahe Kernschmelze nehmen wir nun endlich Ultrazid für den Bagger. Vivian war nicht gerade begeistert von dem 10-jährigen Engagement, das AMS für ihr patentiertes Erz gefordert hatte, aber das Zeug liefert nun mal genau die Leistung und Strahlungssignatur, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch den Ultrazid-Reaktor in das Chassis einbauen und sehen, ob wir dieses Biest dazu bringen können, etwas Gestein zu bewegen. Der Tag der Wahrheit ist gekommen und ich bin verdammt nervös. Wir stellen heute den Bagger fast 3 Monate früher als geplant der Presse vor. Nachdem AMS den Schleier über Watoga gelüftet und Hornbright mit seinen Abbaubots eine Schippe draufgelegt hat, müssen wir die Einheiten schnellstmöglich einsatzbereit machen. Mein Team arbeitet seit fast einem Monat rund um die Uhr. Was mich betrifft, so habe ich mich fast ausschließlich von Kaffee, Zigaretten und alten Donuts ernährt. Lecker. Wenn der Bagger auch nur annähernd unsere Erwartungen erfüllt, werden sowohl AMS als auch Hornbright ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Hoffen wir das Beste. Wir wissen ja, wie das Ganze endet. Leider wissen wir das, aber für unsere Bedürfnisse wird der Bagger auf jeden Fall eine gute Alternative sein zu den anderen Powerrüstungen. Der dritte Bagger ist gerade vom Band gerollt und ich könnte nicht glücklicher sein. Die ersten beiden Einheiten sind seit fast einem Monat in Betrieb und wir hatten keinen einzigen ernsthaften Ausfall oder Wartungsbedarf. Jeder im Team will diese Anzüge benutzen. Bryce hat durchgehend einen der Bagger gesteuert. Er hat bereits Garahans Rekord für die maximale Abbaumenge pro Tag gebrochen. Vivian hat uns alle mit einer aufwendigen Werbekampagne überrascht, in der sie unsere Anzüge gegen die Abbaubots von Hornbright wie bei einem Boxkampf antreten lässt. Zu behaupten, dass dieses Projekt ein Erfolg war, ist eine Untertreibung. Es wäre vielleicht besser, Urlaub zu nehmen, bevor sich die Dinge hier wieder aufheizen. Okay, Powergräber, baue die linken und rechten Arme der Bagger-Powerrüstung. Beine, Helm und Torso, hole deine verlorene Beute zurück. Ach ja, stimmt, wir sind ja gestorben. Vielleicht sollte ich meinen Kram zurückholen erstmal. Machen wir gleich. Bagger-Powerrüstung, Registrierung. Die Bagger-Powerrüstung PWR-17 verwendet eine patentierte, in Zusammenarbeit mit Westech entwickelte Erzaufspürungstechnologie. Die Protokolle zur Helm-Sensor-Kalibrierung sind geschützte Informationen. Für den Zugriff ist eine Registrierung in Garahans Zentralrechner erforderlich. Das müssen wir wahrscheinlich dann machen, wa? Wahrscheinlich. Aber ich hole jetzt erstmal meinen Kram zurück. Ganz wichtig. Wo ist das Zeug? Da sollen wir bauen. Und 30 Meter und eine Ebene höher finden wir meinen Kram, den ich vor dieser Aufnahme verloren habe gegen den elenden Wendigo. Aber die Rache war mein. Die Rache war unser. Und jetzt geht's erstmal zu unserer kleinen braunen Papptüte, weil unser Kram liegt. Vorsichtig, Gefahr. Nicht, dass hier noch einer rumschlawenzelt von diesen üblen Gestalten. Ja genau, hier bin ich gestorben. Stimmt, da oben. Mich dieses elende Mistviech hingedrängt. Da ist er, die kleine braune Mittagstüte. Nimm alles mit. Alles bitte. Und dann müssen wir das auch wieder zerlegen, ne? Machen wir gleich. Ich halte mich mal noch zurück, bis wir die Baggerrüstung haben mit dem
mit dem weiteren Looten hier. Außer, naja gut, außer Medikamente und abgekochtes Wasser. Da kann ich nicht einfach Nein sagen. Das geht nicht. Ist hier noch einer? Hallo, meine Freunde, ihr Verbrannten. Nope. So, was brauchen wir denn alles, um die Sachen zu bauen? Erstmal brauchen wir ein paar Rüstungschassis. So geht's schon mal los. Erstmal braucht man ein schönes Chassis. Genau hier drin. Die Frage jetzt, nehme ich meins oder nehme ich einfach ein neues? Dann haben wir eine Loot-Power-Rüstung und eine Kampf-Power-Rüstung, aber zu Hause haben wir noch eine. Man kann halt nicht alles haben, glaube ich. Ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Power-Rüstung-Chassis. Stell mal hin, den Kameraden. So geil ist sie jetzt auch nicht mit den Raider-Power-Rüstungssachen. Oh, wobei. Die T-45-Sachen sind natürlich schon nicht schlecht, wa? Helm, rechtes Bein. Warte mal, war das hier nicht T-45 gerade? Warum ist denn das bitte ein höherer Level? Warum ist denn das bitte ein höherer Level als... als die Teile von meiner Rüstung? Naja, es ist einfach eine höhere Stufe. Punkt, mehr nicht. Aber ich nehme gerne deinen Fusionskern, mein Freund. Ich nehme gerne deinen Fusionskern. Ich weiß, dass wir zu Hause noch eine halbe Rüstung haben. Eine halbe Rüstung. Von einer anderen Charge. Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Irgendwas in der 50er vielleicht. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Mal gucken. Kleidung. Rechtes Bein haben wir schon? Ja, haben wir schon. Level 25 können wir also wieder weglegen. Du bist überladen. Du bist selber fett. Oh, sind wir überladen. Warte mal, stopp. Ich habe einfach alles abgebaut gerade, ne? Naja, gut, das war unsere Entscheidung. Punkt, Komma, Strich. Wobei, wir können ja unsere Sachen hier wieder anbauen und das Chassis einfach... mitnehmen, das geht nicht. Doch, das geht. Wie war denn das nochmal? Ich kann mir das auch in mein Inventar teleportieren lassen, ne? Okay, machen wir einfach hier eine T-45-Rüstung draus. Ich kann mich einfach nicht trennen, Leute. Und dann können wir die ab Level 45 wieder benutzen. So, rechtes Bein haben wir doppelt und dreifach. Wunderbar. Den Fusionskern kann ich reinmachen. Aber ich kann nicht reingehen. Wie war das nochmal? Wie haben wir das letzte Mal gemacht? So. Ich mache das zu meiner aktiven Power-Rüstung, wenn keine Teile dran sind. Steig direkt wieder aus. Geh auf Transfer. Bau die hochwertigen Teile ran. Das Teil entsorge ich. Kann ich das nicht ablegen, wenn ich hier drinne bin? Nee, das war mein Problem gerade eben. Ha. Okay. Jetzt kann ich sie nicht hochheben, aber nach einer gewissen Zeit wird sie sich in mein Inventar ploppen. Und dann wiegt sie nur noch 10. Ein guter Deal, würde ich sagen. Damit ich sie so bald irgendwann dann zu Hause abgeben kann. Das andere Stückchen schmeißen wir weg. Und so haben wir eine fast komplette T-45 Power-Rüstung. Fast komplett. Uns fehlt noch der Arm und ab Level 45 können wir die sogar noch benutzen. Ey, sieht die cool aus? Finde ich auch. Finde ich auch sehr cool. So, jetzt wird es interessant. Und zwar, wir müssen erst warten, bis er bei uns im Inventar drin ist. Wie lange können wir uns hier die Zeit vertreiben? Und ein wenig hier in den Ecken stöbern. Wir haben alles zerlegt? Ja, haben wir. Wunderbar. Eigentlich haben wir alles, ne? Wir warten eigentlich nur darauf, dass diese Power-Rüstung sich langsam mal in mein Inventar teleportiert. Modifizieren und reparieren. Können wir unsere Rüstung vielleicht... Ja, sollten wir auf jeden Fall. Hier, dieser Arm. Erst T, dann R war das, ne? Genau, erst T, dann R. Jetzt zurück. Erst T, dann R. Und schon wieder ist dieser Bildschirm hier kaputt. Dieser Status-Monitor... auch erst seit dem letzten Update. Naja, aber nimm wir hin. Sowas hat uns noch nie aufgehalten. Und du bist dran. Erst T, dann R, dann Space.
TR Space. Und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das Ding auch einfach ganz. Auch wenn wir nicht ganz genau wissen, wie kaputt du warst. So, die Powerrüstung ist wieder bei uns im Inventar. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die richtige auswählen werde. So, Raider Power linker Arm, rechter Arm. Ist egal, das schmeißen wir weg, oder? Aus welchen Teilen besteht das? Aus welchen Teilen besteht das? Wird mir das hier angezeigt? Nee, nicht wirklich. Ist auch einfach nur hässlich, die Raider Power Rüstung. Ich habe sie genutzt, weil nichts anderes da war. Sind wir doch mal ehrlich. Sind wir doch einfach mal ehrlich. So. Zerlegen bitte. Jupp. Und du auch. Zerlegen. Und das war's dann auch schon, ne? Jupp. Jetzt ist die große Frage. Werde ich die richtige Power Rüstung jetzt hier hinstellen? Sieht man das jetzt schon? Warte mal, ich brauch's ja nicht abstellen. Ich kann ja die andere einfach mal auswählen, ob man das da eventuell dran sehen kann. Nee, die sehen alle irgendwie... Habe ich jetzt gerade zweimal die gleiche ausgewählt? Kann das sein? Die sehen irgendwie alle gleich aus, so wenn man sie so hinstellt. Verdammt. Oh Gott, habe ich ein Schwein. Habe ich ein Schwein? Wunderbar. Das ist die ohne Teile. Jetzt stellen wir dich hier hin. So war das doch, ne? Und dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier rausholen können aus dem Schätzchen. Baggerrüstung. Helm. Oh, können wir schon bauen? Nice! Wir brauchen schwarzes Titan. Ich sehe schon. Stufe 25. Dann können wir sie auch benutzen. Freude. Einfach nur Freude. Linkes Bein. So, uns fehlt schwarzes Titan. Schwarzes Titan finden wir hier bei den Grubenprüglern, den drogensüchtigen Ewoks. Das ist auch das Einzige, was uns fehlt. Und Federung. Und Federung. Federung. Federn also, ne? Also Klemmbretter und sowas mitnehmen. Habt ihr mir ja schon geschrieben gehabt. Habt ihr mir ständig in die Kommentare geschrieben. Ich hätte auf euch hören sollen. Wie immer. Aber danach ist man natürlich immer klüger. So. Ich markiere mir mal die Sachen. Schwarzes Titan auch einfach mal. Markieren. Und die Federung. Schön. Ich könnte sie ja sogar schon tragen. Aber ich will sie noch nicht tragen. Noch nicht. Ich lasse sie hier stehen. Erst wenn sie komplett ist. Erst wenn sie komplett ist, wird sie mitgenommen. Wir haben noch genug Trage. Ja, auf jeden Fall. Wir haben super viel Tragekapazitäten. Das wollen wir doch gleich mal gegenchecken. Hier war doch irgendwo... Oh, Fury, Drogen. Sehr schön. Hier war doch irgendwo ein Klemmbrett. Wenn ich mich recht erinnere. Irgendwo war hier doch ein Klemmbrett, so ein olles kleines. Da, das hier. Das ist tatsächlich die Feder. Mensch, ihr habt recht gehabt. Wunderbar. Leute, das soll es für heute gewesen sein mit Fallout 76, Fallout 76. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Hoffentlich werden wir in der nächsten Folge die Baggerrüstung vervollständigen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich episch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben verpassen würdet. Ansonsten wiederschauen und reingehauen. Der Leo, ne? Bis dann. Tschüss.